Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein Mediabook von Focus Media mitgebracht, das am 8. August 2023 im Vertrieb von WMM in den Handel kommt. Ausgepackt ist das Teil schon, weil ich habe euch das bereits kurz bei meinem letzten Sammlungsupdate am vergangenen Freitag gezeigt. Und ursprünglich sollte ja auch ein Rezensionsvideo zu kommen. Aber wir schaffen es nicht zeitlich, diesen Film zu schauen, Becky und ich. Deswegen schieben wir das Rezensionsvideo irgendwann später nach. Aber ich wollte euch auf jeden Fall schon mal das Mediabook zeigen. So, es handelt sich um Regisseur Jim Wynorskis Ghoulies 4 aus dem Jahr 1994. Also, ich habe ursprünglich gedacht, dass Ghoulies eine Trilogie wäre, aber nein, es ist eine Tetralogie. Hier haben wir jetzt den vierten Teil. Und wenn ich mir das so ansehe, den Trailer habe ich mir auch schon angesehen, das wirkt auf jeden Fall unheimlich trashig, unheimlich witzig auch. Und dank Regisseur Jim Wynorski haben wir wahrscheinlich auch jede Menge nackter Haut drin und jede Menge abgefahrenen Humor. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich konnte noch nicht reinschauen, aber ich habe mir das Booklet schon durchgelesen. Das ist von Christoph N. Kellerbach geschrieben worden und ich hätte es euch wahrscheinlich auch schon vorher sagen können, dass das höchstwahrscheinlich informativ ist und damit hatte ich auch recht. Es ist sehr informativ, aber das schauen wir uns gleich an. So, in den Handel kommen vier verschiedene Mediabook-Versionen. Einmal, die sind hier alle drin abgebildet, haben wir, Moment, wir gehen mal durch. Hier, das ist Cover A und da gehe ich mal davon aus, dass das die alte VHS-Hülle war, weil so diese zusammengebastelten, aus Szenebildern zusammengebastelten Cover-Artworks, ja, das schaut mir sehr nach 90er Jahre Videothekenveröffentlichung an. Dann haben wir hier Cover B und da muss ich sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr schick, ja, auch hier mit der Frau auf dem Altar und ihr hier, also das macht ordentlich was her. Und dann haben wir hier Cover C. Das schaut so aus, auch das ist verheißungsvoll, erinnert so ein bisschen an den ersten Film. Und dann haben wir hier auf dem Tisch liegen Cover W. So, wenn ihr jetzt denkt, wie W, hier 23. Cover-Variante oder was? Nein, W steht für wattiert, denn das hier ist ein wattiertes Mediabook. Im Gegensatz zu den ersten drei Cover-Varianten, die sind nicht wattiert, ist das hier jetzt wattiert. So, und der Preis für dieses Mediabook, ich habe eben nachgeguckt, den Onkel Jeffreys Online-Versandkramladen gerade dafür aufruft, liegt bei 60 Euro. Ja, haltet euch 60 Euro. Wenn er denkt, das ist schon unverschämt, der hat ja nicht mal alle Latten am Zaun. Nein, er ist nicht der teuerste, weil CD.de nimmt für das Teil sogar 66 Euro. Das ist echt der Wahnsinn. Also, ja, und ich gehe mal davon aus, wenn ihr jetzt am Sonntag auf die Filmbörse nach Neuss fahrt und nach diesem Film hier Ausschau haltet, der wird vermutlich schon am einen oder anderen Stand zu finden sein, dann werden wahrscheinlich noch andere Preise aufgerufen. Deswegen sage ich das jetzt hier klipp und klar. Dieser Film kommt nächsten Dienstag in den Handel und dann kostet der bei Saturn, beim Mediamarkt, bei OFDB kostet der 40 Euro. Das ist immer noch eine Menge Geld, aber deutlich weniger als manch anderer Versandhandel oder vielleicht mancher Händler verlangt. Das ist einfach unverschämt und ich finde das einfach zum Kotzen, wie da manch einer die Kunden abzieht, abzockt und deswegen, ja. 40 Euro ist der normale Preis hierfür und da muss ich sagen, den finde ich schon ein bisschen überzogen, aber da kann ich sagen, okay, gehe ich klar mit. Das gleiche gilt für Cover-Variante A, B und C, die liegen bei 30 Euro, nicht bei 50, 60, 70, sondern bei 30 Euro und mehr solltet ihr dafür auf keinen Fall auf den Tisch legen. Aber gut, der ein oder andere, der hat es ja so dicke und der schmeißt, also ihr könnt das Geld auch gerne mir überweisen, ja, ich sorge dann dafür, dass das einem guten Zweck zugute kommt, zum Beispiel eine Kiste Bier. So, jetzt schauen wir uns erstmal das Cover an. Da haben wir hier vorne die Ghoulies drauf. Ich kann über den Film, wie gesagt, noch nichts sagen. Ich hätte reingucken können, habe ich aber nicht gemacht. Aber demnächst kommt wahrscheinlich noch eine kurze Besprechung davon. Und wenn das nicht, dann schreibe ich auf jeden Fall ein Review. Also ihr kriegt auf jeden Fall noch eine Kritik zu diesem Film. So, dann haben wir auf dem Spine Ghoulies 4 draufstehen. Und wir sehen hier, das lappt auch so ein bisschen rüber. Ist bei wattierten Mediabooks leider keine Seltenheit, aber
Es ist nun mal so, ja, hier lappt die Front also so ein bisschen rüber. Hier oben haben wir nochmal das Titel-Artwork und hier unten den Hinweis auf DVD und Blu-ray, denn es ist natürlich ein Kombipack. So, hier hinten haben wir eine Inhaltsangabe. Wer das genauer lesen will, drückt jetzt einfach mal Pause. Ich warte so lange, keine Sorge. Dann haben wir hier ein paar Bilder aus dem Film. Hier haben wir die Credits und die Produktspezifikationen. Wobei, was mich jetzt so ein bisschen wundert, wir sehen hier, das sind nur die Blu-ray. Okay, das sind nur die Blu-ray-Spezifikationen und das sind hier 84 Minuten. Das heißt, die Open-Made-Fassung hier dürfte eventuell auf der DVD drauf sein, die hier mit drin liegt. Dann ist es nicht identisch. In dem Fall, die wäre natürlich kürzer. Ne? Kürzer? Länger? Nee, die wäre kürzer. Die DVD-Fassung ist kürzer, weil die läuft schneller. So, dann haben wir hier noch das Bonusmaterial aufgeführt. Und Achtung, da ist wirklich nur ein Trailer drauf. Und die Open-Made-Fassung wahrscheinlich auf der DVD, wenn ich da richtig liege. Aber genaueres könnt ihr dann später nachlesen. Dann haben wir noch einen Gel-Sticker. Hier, so, der liegt hier dabei. Der ist schon rausgefallen, als ich das ausgepackt habe. Weil ich habe das ja schon bei meinem Sammlungsupdate ausgepackt, deswegen fehlt die Folie, aber das ändert ja nichts dran. So, da haben wir diesen Gel-Sticker hier, der ist da noch mit drin. Und limitiert ist das Ganze auf 222 Stück und 333 Stück habe ich 111 unterschlagen. Naja, als Kölner, wa? Haben wir dann hier also 333 Stück und es ist auch durchgehend nummeriert. Das hier ist die Nummer 214, ne? 214. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze von innen an. Wir haben hier vorne die DVD drin liegen. Das ist übrigens falsch. Ich habe das nämlich eben schon mal gepackt. Die DVD liegt eigentlich hinten, aber gut, das spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Da haben wir das Artwork der Cover-Variante A mit drauf. Auf der Rückseite haben wir die Blu-ray liegen, also die liegt eigentlich vorne, naja, denkt's euch einfach, ne? Also wir haben also eine DVD und eine Blu-ray und die Blu-ray, die schaut so aus und dann haben wir auch noch einen farbigen Innendruck, der leider genau da aufhört, wo es interessant wird, ne? Also hier am Popo. Also ich würde mir wünschen, dass, aber naja, was ich mir wünsche, ja, ein farbiger Innendruck ist auch noch mit dabei. So, dann etwas über die Qualität, die Verarbeitung des Mediabooks. Das ist ein wattiertes Mediabook, da ist leider sehr viel Bewegung drin. Ihr seht das hier, ja, das ist also, ja, es ist ein bisschen filmschig gemacht. Ihr seht das, das kann man hier, ja, aber gut, das ist bei wattierten Mediabooks keine Seltenheit. Und bei Focus Media WMM habe ich das bei den wattierten eigentlich fast immer. Aber es ist auch noch nie irgendwas kaputt gegangen, muss man dazu sagen. So, jetzt schauen wir uns kurz das Booklet an. Wir haben, wie gesagt, vorne Cover-Variante B. Dann haben wir hier ein paar Bilder aus dem Film. Hier einen sehr interessanten und kurzweiligen und sehr gut und locker geschriebenen informativen Text von Christoph N. Kellerbach. Da geht er ein bisschen was auf den Film ein, sehr auf den Regisseur Jim Wynorski. Wir erfahren also einiges über die Hintergründe des Films, der Entstehung und auch die Arbeiten des Regisseurs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat echt Spaß gemacht, das zu lesen. Und da konnte ich es eigentlich nicht erwarten, den Film zu gucken. Aber ihr wisst ja, wie das mit der Zeit ist. Man muss ja auch irgendwo anderthalb Stunden abzwacken, um sich den reinzutun, in Ruhe. Idealerweise mit Bier, steht sogar vorne drin. Ja, also ganz vorne steht sogar, dass es ideal wäre, ein Videothekenknaller, um einfach mal die Füße hochzulegen und das Gehirn in etwas Alkohol zu ertränken. Hier hat er geschrieben, das ist also eine Gebrauchsanweisung für den Film und der kann ich unter der Woche schwerlich nachkommen. So, wir haben für meinen Geschmack ein paar Filmbilder zu viel hier drin und dann vor allen Dingen auch hier so komplett seitenfüllend und zumal die Bilder sich dann hinten auch noch wiederholen, aber ja gut, so ist es halt. Für meinen Geschmack ist das Papier auch etwas zu glänzend, aber da habe ich ja schon häufig gesagt, das ist ein Problem von mir. Viele finden das super. Ich mag matte Mediabooks lieber, aber ja, da muss jeder selber wissen, was er mag. Und abgesehen davon, dass mir das Papier zu viel glänzt, ist es auch etwas zu dünn. Also da hätte man durchaus etwas dickeres Papier nehmen können, aber es ist noch in Ordnung. Das Schriftbild finde ich persönlich sehr angenehm. Man kann das wunderbar lesen. Und hier weiß auf schwarzem Hintergrund auch super, auch von der Schriftart, von der Größe, alles ideal. So, jetzt muss der Film nur noch taugen, aber ich denke, wie es schon vorne drin steht, mit der richtigen Menge Alkohol klappt das schon. Wie mir der Film gefallen hat, erfahrt ihr demnächst.
wie euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir jetzt gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ihr schon da unten seid, ihr wisst ja, kommentieren, abonnieren und Däumchen drücken. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund und wie immer, bleibt geil.